Die Schweizer Eishockeyszenen haben einen Brief an die Liga und die Clubs gesendet. Zitat: Der Schweizer Eishockeyszenen. In den letzten Tagen haben die Heimkurven der National League ihren Vereinen einen offenen Brief übergeben und die Geschäftsführung der National League hat denselben Brief von Pro Fans erhalten. Stellvertretend für die unterzeichnenden Fankurven. Zentral im Brief sind die Forderungen an Liga und Vereine. Gekämpft wird für eine faire Behandlung der Fans und dafür, dass Eishockeyschauen im Stadion auch in Zukunft attraktiv bleibt. Für die geforderten Anliegen setzen sich die meisten Fankurven seit Jahren ein. Ab jetzt findet der Kampf gemeinsam statt. Der offene Brief ist keine Einzelaktion. Er ist der Startschuss von Pro Fans. Im beiliegenden Brief werden so diverse Änderungen gefordert, die dem Fan in den letzten Jahren zu schaffen gemacht haben. Als erstes wird eine der wichtigsten Punkte gefordert, nämlich den Erhalt der Stehplätze in den Gästesektoren sowie eine Mindestgröße der Stadionkapazität von mindestens 5%. So hat das Stadion Schläufweg in Kloten rund 7.600 Plätze und müsse demnach mindestens 380 Stehplätze für Gästefans zur Verfügung stellen. Somit wird gewährleistet, dass Clubs nicht willkürlich Sektoren verkleinern, wie zuletzt in Ambri und Biel, sondern müssten so eine Mindestgröße haben. Als nächsten Punkt fordert man die Liga auf, dass die Ticketpreise überall in den Stehsektoren gleich teuer sind, nämlich 25 Franken. So ist es auch im Fußball geregelt. Die Clubs dürfen dann auch nicht willkürlich die Preise in den Playoffs nach oben schrauben. Wie auch im Fußball wird auch im Eishockey gefordert, dass Kollektivstrafen kein Lösungswege sind. Deswegen fordert man die Liga auf, Kollektivstrafen abzuschaffen und damit das verbundene Kaskadenmodell. Weiter fordert man die Abschaffung von willkürlichen Stadionverboten. Denn Stadionverbote können hierzulande ohne jeglichen Beweis und Verurteilung ausgesprochen werden. Für die eben bestraften Fans soll deswegen eine neutrale Ombudsstelle errichtet werden. Diese soll Fanvertreter und Sicherheitsbeamte wie auch einen Juristen beinhalten. Weiter fordert man, dass es zumindest zu einer persönlichen Anhörung des Betroffenen kommt und dass Beweise klar und offen zugänglich sind. Zudem gilt die Unschuldsvermutung. Wie in Lausanne und Zug das der Fall ist, mit ID-Scan, so fordern die Kurven die Liga auf, diese ID-Scans abzuschaffen. Denn diese Firmen, die die Scans betreiben, sind nicht sehr vertrauensvoll. Und zudem obliegt das Recht zur Kontrolle der Polizei und nicht einer Firma. Den letzten Punkt bildet das Fanmaterial. Häufig ist es der Fall, dass in manchen Stadien verschiedene Regeln gelten. So kann eine Kurve nie wissen, wie viel oder ob überhaupt man Fanmaterial mitbringen kann. Deswegen fordert man die Liga dazu auf, mindestens diese Gegenstände zu erlauben: Zaunfahnen, zwei Megafone, zwei Trommeln, Fahnen mit einer Länge von 3 Metern Doppelhalter. Zudem sollte es keinen Unterschied machen, was zum Beispiel auf Transparenten draufsteht, solange es keine rassistischen oder sexistischen Spiüche kommt. Denn nur so kann garantiert werden, dass die Fans auch ihre eigene Meinung kundkönnen tun, nach zum Beispiel einem Polizeieinsatz. Man kann hoffen, dass es den Szenen gelingt, die Forderungen durchzubringen. Am vergangenen Spieltag wurden so schon erste Aktionen gemacht. Folgt uns für mehr.